Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Wir sind hier auf einem super geilen Gang und Ruvik hat halt alles hier erschaffen, das hat er uns ja gesagt. Hier sind Augen, ich vermute mal fast, ich darf von denen nicht gesehen. Was passiert, wenn ich darauf schieße? Aha, dann sind sie aus, gut. Dann machen wir doch einfach auf alle Augen Peng Peng. Das ist aber uncool. Ich darf nicht. Darf ich jetzt nur nicht drauf schießen oder was? Oh, das war aber knapp. Wie genau funktioniert der Scheiß? Achso, ich muss dann einfach nur durchlaufen, dass die Augen mich nicht sehen, oder was? Das ist ja einfach. Also bitte. Pff. Ja. Hast du hier mal die Rechnung ohne den Wirt gemacht, würde ich sagen. Verdammt. Ich werde aufgehalten von einem Dingsbums hier. Von so einem Dingsbums werde ich aufgehalten. Das ist ja wohl die Höhe. Nein, 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 nein. Nicht in Ordnung. Herr Rufig. Ich hoffe, hier bin ich safe, sonst habe ich ein Problem. Ah, hier bin ich safe. Schwupps! Ja, I Spy. Die werden mich niemals sehen. Aha. Okay. Das war schon mal sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich ziehe jetzt mal den. Ach so, okay. Ach nö, nicht schon wieder sowas hier. So, aber natürlich ist das für einen versierten Profi überhaupt kein Thema. So, hier haben wir ein paar, keine Ahnung, irgendwas. Irgendwelche Dinge. Die da rumschwängeln. So, wir laufen einfach hier mal an allen vorbei. Ach komm, nö, das ist jetzt aber nicht nett. Das ist unfair irgendwie. Ach so, nee. Ah, Hilfe. Ja, genau. Jetzt muss ich das auch noch ein bisschen mit Speed schaffen, oder was? Das ist ja Hammer. Ah, wobei, das geht ja eigentlich. Sagte er und starb. Ja, genau, das geht ja eigentlich. Eigentlich geht das, wenn man nicht dumm ist und... Scheiße. So, pass auf. Ich kann auch eigentlich einfach hier durchgehen. Was halten wir denn davon? Na, wobei. Ja, wobei... Warte. So läuft's nicht. Schnauze. Schnauze, habe ich gesagt. Oh nö, jetzt. Ach du Scheiße, jetzt muss ich ja von hier durch. Das ist ja jetzt doof. Das haben wir schon mal geschafft. Okay, das ist ein bisschen eher so Parkour-artig. Okay, ich hab's geschafft. Ich sehe sehr viel. Danke. Okay, ich würde sagen, wir müssen rennen, einfach nur... Ja, genau, laufen mal ein bisschen langsamer, das ist überhaupt kein Problem, das ist alles supi. Ich bin tot. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Okay. Aha, das Auge. Ich muss halt eigentlich, ich darf nicht in diese Pfützen rein, alles klar, ich versuche es, aber es ist gar nicht mal so einfach, da nicht reinzulaufen, weil ich weiß gar nicht, wo die enden. Und überhaupt, vor allem, guckt euch das an, ach, der läuft da trotzdem mal rein. Ich hab's geschafft. Ich weiß auch nicht. Genau so ist das Spiel, ey. Das Spiel hat natürlich... extrem viele Splatter-Effekte und ich, klar, man ist heutzutage da schon ein bisschen abgehärtet, aber eins kann man echt, also muss man sagen, die Story ist einfach total abgefuckt und total krank. Da kannst du gar nichts anderes zu sagen, ohne Scheiß, das ist einfach eine total kranke, verrückte, abgedrehte Story, das ist unglaublich. Jetzt bin ich schon wieder hier, sag mal, willst du mich verarschen? Back. Ja, wobei nicht ganz back to the beginning, weil hier ist ja jetzt Fahrstuhl. Der war vorher nicht da. Die kann ich nicht öffnen. Was ist denn hier? Ist hier jetzt was anderes drin, oder? Ach ja, guck mal, hier ein bisschen umdekoriert. Schön, schön, hübsch. Oh, ich kann hier speichern. Geil. Oh, Schreibmaschine, nice one. 19 Stunden, 8 Minuten. Wir nähern uns definitiv dem Ende. Das ist geil, weil diese Schreibmaschine hat so ein bisschen nostalgischen Flair an Resident Evil, die ersten Teile zumindest, weil da musste man nämlich noch an einer Schreibmaschine speichern. Da brauchte man zwar noch Farbbänder, das wäre jetzt nervig gewesen, wenn man das eingebaut hätte, aber finde ich schön, dass es ein bisschen eingebaut wurde.
Ich bin mal jetzt gespannt, ob wir Ruviks Labyrinth des Wahnsinns endlich abgeschlossen haben oder ob da noch irgendwas kommt. Wenn ich lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Warum? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Du wurdest doch da sogar angemacht von einer heißen Frau. Eine richtig heiße Chick war das. Ist das nicht... Nee. Naja. Dann halt nicht. Okay, hier scheint also das Rechenzentrum sozusagen zu sein. Hier spielt sich die gesamte Magie ab. Kann ich das hauen? Ha, gehauen. Das kann nicht sein. Mhm. Hilfe! Hilfe! Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige. Okay, also alles nur in den... Okay, das war doof. Alles nur in den Gedanken. Ich bin wahrscheinlich tot. Ja, das kann man durchaus dazu sehen. Es war alles nur in den eigenen Gedanken.
Ja, vielleicht hat er sich versucht, dagegen zu wehren und deswegen auch die ganzen Feinde oder so. Also, was weiß ich. So, auf jeden Fall müssen wir uns beeilen. Und da muss ich halt immer ausweichen. Alles klar, ich verstehe. Lass mich mal. Da auf mit Augensonne zu schmeißen und schmeiße ich gleich mal zurück und dann holst du aber rum. Kenn ich doch. Ui. Okay, wir gehen hier rein, klar. Aua, hingefallen. Hi. Ich geh mal lieber weiter. So, also so interpretiere ich das gerade, dass halt alles nur wirklich in den Gedanken stattgefunden hat. Und Ludwig halt die Brainpower braucht oder halt die Lebensenergie, damit er halt so viel Macht bekommt oder damit er die Leute kontrollieren kann. Wir dürfen schießen! Wir dürfen schießen! Ich schieße! Ja, ich bin da dabei. Guck mal, ich schieße genau auf die Hand. Bam, 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 auf das Rote. Ich vermute mal, ich muss da reinschießen. So läuft. Bam, weg mit der Scheißhand. Hä? Hä? Willst du noch mehr Stress oder was? Hä? Kein Problem, komm her. Okay, du willst keinen Stress mehr. Ich baller einfach hier weiter drauf. Ist mir egal, jetzt baller ich hier auf die Hand, ist kein Problem. Nein, nicht wegmachen, die Hand, bist du doof? Kannst du nicht springen, Junge. Okay, jetzt baller ich hier drauf, kein Thema. Das ist alles, was ich machen muss? Okay, dann ist das ja relativ simpel. Wahrscheinlich werde ich jetzt genau sterben, in diesem Moment. Ich muss jetzt, glaube ich, auf... Na, ich habe es nicht geschafft, verdammt. Ich glaube, ich muss dann auf seinen Kopf schießen oder so. Mit dem Controller ist das nicht einfach, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin ja da ein bisschen... halb ungeübt drin. Also eigentlich geht's, aber man ist es halt dann nicht mehr gewöhnt, weil meistens spiele ich dann... Also Spiele, wo ich schießen muss mit der Maustastatur, das ist dann schon ein bisschen einfacher und genauer. Lass mich doch einfach weiterschießen. Au. Au. Ein fucking Raketenwerfer, alles klar, gib ihn mir. Jetzt gib schon her, du Drecksau. Ich vermute, ich muss nur auf Ludwig schießen. Einfach auf ihn schießen, mache ich. Okay, hab ich gemacht. Reicht das? Irgendwie, oder ich treffe nicht richtig. Ich habe daneben geschossen, kann gar nicht sein. So, jetzt hat's mal irgendwie befruchtet. Warte. Das Blöde ist doch... Achso, ich muss auf seinen Kopf schießen. Wie soll ich das machen? Der bewegt sich schon die ganze Zeit, der Arsch. So, hier. War's das? Nein, ich denke nicht. Oder doch? Hör auf, dich die ganze Zeit zu bewegen, ey. Das ist ja wohl gar nicht cool. Habe ich eigentlich unendlich Munition oder ist die irgendwann mal alle? Oh. So. Er kommt näher. Ich möchte nicht, dass er näher kommt. Könnte er aufhören damit. So, jetzt. Halt mal kurz still. Und ich halt einfach nur irgendwie immer in die Richtung schießen. Wo ist die Rakete hingeflogen? Er kommt näher. Ich hab irgendwie verkackt. Ich hab. Ich bin tot. Ach, ich kann auch zoomen. Hi. Ich hab keine Muni mehr. Ich glaube, ich bin tot. Okay, jetzt aber. Pass auf, zoom. Ja, natürlich daneben geschossen. Ah ne, perfekt. I have ihn getroffen. Okay. Hat ihn jetzt aber nicht so sonderlich interessiert, dass ich ihn getroffen habe. Die Rakete braucht aber halt auch ein bisschen länger, um nochmal anzukommen. So, was denn jetzt? Ach, der kommt immer noch näher, der Arsch. Hör auf damit. So, guck mal, ich habe so deinen komischen Helm, Mützen, Glatzen, Ding da weggeschossen. Oh, oh. Er kommt. So, nochmal. Köpfchen runter. So, genau auf die Glatze. Ich glaube, das findet er nicht so geil. Aber das Blöde ist ganz ehrlich, eine Rakete, weißt du, die sterben einfach nicht. Das sind einfach... Ungeheuer. Aber wenigstens hat es funktioniert.
Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ruvik. Du hast sie erschaffen und ich vermute, wir werden sie zerstören. Das war der Endkampf gegen Ruvik in seinem... Ich erledige das. In der mentalen Form. Und das ist Ruviks Gehirn, was alles kontrolliert. Na gut. Ich drücke A und ich vermute dann... wird alles ein Ende haben. Beziehungsweise, da müssen wir vielleicht noch das Gehirn zerstören. Dann drücken wir nochmal A und dann wird aber alles ein Ende haben. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Los, los, los! Detective! Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte, frische Luft. Yeah.
Und damit sind wir am Ende von The Evil Within. Director nochmal Shinji Mikami, der auch die original Resident Evil Teile geschaffen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss eben mal meinen Controller zur Seite legen. Nur mal so das Ende jetzt, ja? Also quasi, es ist ja alles gut, ich habe mir das schon gedacht, alles passiert eher, sage ich mal, in den Gedanken der Leute. Dieses Massaker wird dann wahrscheinlich wirklich stattgefunden haben, aber warum hat er das getan? Brauchte er, um zu leben? Er hat ja anscheinend nur noch das Gehirn. Es gab ihn ja nicht mehr wirklich. Ja, als Person. Es gab nur noch sein Gehirn, nur noch seine Gedanken, die übrig waren. Und er konnte halt mit seinem Gehirn, wenn andere an ihn angeschlossen sind, sage ich jetzt mal, konnte er in ihre Gedanken eindringen, ihnen Dinge vorspielen, die gar nicht da sind. Und eigentlich war das alles nur, das ganze Spiel war halt in den Gedanken von allen natürlich, aber wir haben es erlebt aus der Sicht von Sebastian. Ja. Und ich denke mal, er brauchte die halt, entweder die Lebensenergie oder halt die gedankliche Energie, um, keine Ahnung, mächtig zu werden, whatever. Aber ich muss echt sagen, krankes Spiel, ey. Also klar, man ist schon irgendwo abgehärtet, Gedärme und Blut und hier und da und dies und das. Aber das Spiel hat recht viel, wie gesagt, also atmosphärisch sehr, sehr, sehr nah an den originalen Resident Evil Teilen. Und einfach krank, ja, also wirklich total abgefuckter Scheiß, der da passiert ist, wenn man sich das mal so nochmal Revue passieren lässt. Ist das schon nicht so ganz gesund. Ja. Spiel ging auch länger, als ich dachte. Ich dachte, bin vielleicht 10 Stunden dabei, aber das sind 20 Stunden geworden. Aber ist auch nicht schade drum. Ich fand das Spiel cool, das Spiel hat mich unterhalten. Ich hoffe natürlich, euch hat das auch unterhalten und ich habe euch natürlich ein bisschen unterhalten. Ich fand das Spiel halt mega cool, das hat wirklich Spaß gemacht. Viele sagen ja, das Spiel hatte halt einen schweren Stand, weil es halt zur gleichen Zeit kam wie Alien Isolation. Und dass das bessere Horrorspiel ist. Es ist beides halt Survival-Horror. Aber ich sag mal, die Ursprünge hat Survival-Horror ja schon bei Resident Evil. Und das ist schon Survival-Horror, so wie Resident Evil damals war. Begründer dieses Genres, sage ich mal. Ich finde, Alien Isolation habe ich selbst noch nicht gespielt. Das wird vielleicht auch irgendwann passieren. Bald, dann werde ich euch wahrscheinlich daran teilhaben lassen. Ist ein bisschen anderes Subgenre, sage ich mal. Es mag auch Survival-Horror sein, aber da geht es halt wirklich nicht darum, dass du dich irgendwie zur Wehr setzen kannst, sondern du musst abhauen. Ja? Sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Also das ist ja meistens so das Präferierte, was du da machen sollst. Deswegen die beiden miteinander zu vergleichen, ist recht schwer. Die Grafik sah eigentlich ganz hübsch aus. Gut, diese Nachlade, naja, das war natürlich jetzt nicht so geil, dass man die Texturen ein bisschen nachgeladen haben. Hat mich teilweise schon ein bisschen gestört, weil das manchmal ein bisschen komisch aussah, wenn die ein Gesicht gezeigt haben, das war erstmal so total nackt, ja, ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall. Sonst fand ich die Grafik recht hübsch, auch wenn es schon ein bisschen ältere Engine ist. Also es war auf jeden Fall ein ansehnliches Spiel, es hat mega Bock gemacht, wie gesagt. Und ich fand's geil, also ich fand's wirklich, wirklich gut. Ich hatte ich ja am Anfang gesagt. Und ich finde das Lied geil, das Lied ist mega gut, ganz ehrlich. Ich habe am Anfang ja gesagt, ich hatte schon relativ hohe, hohe Erwartungen an The Evil Within. Einfach, weil es halt diesen Schritt wieder zurück zu den originalen Resident Evil Teilen macht. Und Resident Evil 1 wird ja jetzt als HD-Release nächstes Jahr irgendwann nochmal erscheinen. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht dazu ein Let's Play mache. Weil einfach das mich echt an alte Zeiten erinnert. Das Spiel ist natürlich komplett überarbeitet, sieht dann ganz anders aus, wahrscheinlich ein bisschen, sag ich mal, nicht genau so, aber vielleicht ein bisschen mehr wie The Evil Within. Und The Evil Within hatte schon Ähnlichkeiten mit zum Beispiel Resident Evil 6, was total scheiße war. Genauso wie eigentlich 5 und 4 fand ich auch schon nicht mehr so geil. Aber vielleicht, wenn die Götter es wollen, ja, oder wenn Konami es möchte. Konami? Ja, nee, Quatsch, Konami.
wenn Capcom es möchte natürlich. Einer von beiden ist, ich glaube Capcom. Capcom ist schon richtig. Dann wird es so sein, dass vielleicht mache ich dazu tatsächlich ein Let's Play. Sage ich jetzt mal spontan, nur keine Ahnung. Freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, wird bestimmt, also dann sieht man auch, ja, oder wer es nicht gespielt hat, kauft sich das auf jeden Fall, das HD-Release von Resident Evil 1. Das muss man gespielt haben, war damals ein mega geniales Spiel. Ich habe das so gefeiert und so oft gespielt, es war einfach Hammer. Heutzutage habe ich natürlich alles vergessen, aber so ist das halt, wenn man alt wird. Und wie gesagt, geiles Spiel. Mir hat's gefallen, ich hoffe natürlich, euch hat's auch gefallen und ja, damit bin ich raus. Große Klasse. Hat mich nicht enttäuscht, das Spiel. Hat mich definitiv nicht enttäuscht. Story war eigentlich ganz cool. Gut, Ende kann man jetzt... Na, der Gegner war jetzt nicht der schwerste. Gab schwerere Kämpfe. Aber so ist das. Ja. Der Josef hat's geregelt, ja, am Ende. Auch wenn jeder denkt, Sebastian war's. Josef war's einfach. Der hat's gemacht, ja. Das muss man einfach auch wissen. Aber damit bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich für alle, die geguckt haben, für alle, die Kommentare geschrieben haben und für alle, die es geliked haben und für alle, denen das Spiel einfach nur gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Projekt. Ich glaube, nach Resident Evil, sage ich schon, nach The Evil Within wird erstmal kein neues direkt starten. Aber es laufen ja momentan noch ein paar und danach kommen neue und ne, ihr wisst ja, wie das läuft. Ihr feel free einfach, ne, guckt euch die anderen Projekte an, die gerade laufen oder alte Projekte, guckt euch The Evil Within meinetwegen nochmal an oder wartet auf ein neues Projekt, die nächstes Jahr starten, wie zum Beispiel GTA 5, The Witcher 3 und eventuell auch Get Out of Hell. Ist ja so ein bisschen, ne? Saints Row 4, ein Add-on, DLC, was auch immer. Eigentlich ein Add-on ist ja Standalone. So kann man es auch sagen. Also alles, die ganzen drei Sachen ist das Spiel. DLC, Add-on und Standalone, das ist Wahnsinn. Das wird eventuell auch kommen, oder wahrscheinlich sogar kommen. Aber erst nächstes Jahr. Ich bin raus. Haut rein.